Ich sitze hier in einem Dönerladen, großen Dönerladen in Barmbek. Da ist gerade ein freundlicher Herr vorbeigekommen. Ich finde das so interessant. Sie demonstrieren gegen Waffenhandel und gegen Waffenherstellung. Und sind Sie von einer Institution auch oder sind Sie ein Einzelkämpfer? Ich bin ein Einzelkämpfer. Die liegen mir besonders am Herzen, muss ich sagen. Ich bin ja jetzt nicht so politisch, ich bin eher Künstler. Aber wenn man sich auf politische Organisationen einlässt, muss man oft viele Kompromisse machen. Und als Einzelkämpfer hat man alle Freiheiten. Und ich lese jetzt mal eben, was da steht. In Deutschland keine Waffenherstellung mehr, weltweit Waffenherstellung einstellen. Also Deutschland ist ja einer der größten Waffenhersteller und Waffenexporteure auch. Und da ist es ganz gut, gegen zu demonstrieren. Also nicht bloß die bösen USA, gegen den kann man auch was sagen. Und da kommen die Deutschen aber noch nicht so ran. Die haben nämlich, die Amerikaner sind Waffenherstellung ja noch weit überlegen. Jetzt will ich aber gar nicht so viel erzählen. Können Sie noch ein bisschen von sich erzählen? Ja, ich bin der Ja. Ja? Ich bin auf diese Erde gekommen, ja? Die Waffenherstellung einzustellen. Gut. Die Menschheit haben sich verloren. Und ich bin gekommen, die Menschen das sich selbst wiederzugeben. Die Leute, die Waffen herstellen, zum Beispiel, die meinen immer, die arbeiten und die müssen Geld verdienen. Aber ich meine, die Leute, die dadurch sterben, die haben das nicht verdient, getötet zu werden durch ihr Handwerk, weil die am Leben bleiben wollen. Ich meine, diejenigen, die Waffen herstellen und sagen, sie müssen davon leben, die haben meistens schon so viel Geld, die brauchen gar nicht mehr zu arbeiten. Die haben ja ihre Millionen auf dem Konto. Genau. Auch von daher ist es eigentlich gar nicht nötig. Und darf ich Sie noch was fragen, wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ja, wie lange ich schon in Deutschland bin, das ist eine allgemeine Frage, die gerne gestellt wird. Ja. Also wie lange man irgendwo ist, das ist nicht die Frage, sondern das, was man mit der Zeit macht. Natürlich, ne? Natürlich. Die Zeit spielt keine Rolle, sondern das, was man mit dieser Zeit gemacht hat. Ja. Und deswegen bin ich immer auf der Straße und ich schreibe, ich singe auch dafür, dass Waffenherstellung eingestellt wird. Sie schreiben und singen auch, toll. Ja. Also mit Gitarre oder wie singen Sie, so mit Trommel oder? Mit Trommel, ich finde sogar Kindertrommel, das Trommelbein. So. Haben Sie zufällig eine Visitenkarte? Jetzt nichts so bei mir. Aber wir können uns mal austauschen. Ja, ich wohne in Wilhelmsburg, Hamburg-Wilhelmsburg. Okay. Ich bin jetzt gerade zufällig hier und ich blogge ganz viel. Okay. Ich habe neulich einen Pazifisten auch getroffen in der Mönckebergstraße. Und der hatte auch ein großes Pappschild. Da ging es um Putin. Der sagte, die Amerikaner sind Cowboys. Putin ist zwar kein Cowboy, aber wir wollen weder der einen Seite noch der anderen Seite Recht geben, sondern es geht um Frieden. Ja. Und Pazifisten sind ja so ein zwielichtiges Volk. Ja. So viele sagen ja, na, Pazifisten, ihr, also wir sind richtige Männer oder so, und richtige Männer, die kämpfen auch und so. Ja. Aber ich bin auch für Pazifismus. Für Kunst bin ich. Für ja. Kunst und kreativ sein ja. und Spaß haben. Das ist ja auch das, was hier in diesem Leben was zählt. Ja? Das Wort Kunst, ja? Ist einfach das Leben. Ja, das Leben selbst ist eine Kunst. Ja. Ja. Und deswegen, wenn man das Wort Kunst versteht, dann muss man eigentlich verstehen, zu leben, ohne zu kämpfen. Und jeder kann was draus machen, vor allen Dingen. Genau. Ja, als Künstler bin ich ja nicht von der Organisation abhängig. Ich stehe vor meiner Leinwand und ich habe den Pinsel in der Hand. Und manchmal und gelingt es. Ja, natürlich. Und die eigene Freiheit. Das ist das. Ja. Und wie heißen Sie? Ich heiße Raimund Samson. Raimund, ich heiße tatsächlich so. Mein Vorname Raimund, Nachname Samson. Und wie heißen Sie? Ich heiße Adejuma Oyeleye. Adejuma. Ja. Oyeleye. Ich schlage vor, wir schreiben gleich unsere Adressen auf. Das machen wir. Und ich mache so ein Filmchen. Ich komme aus Nigeria. Ah ja, Nigeria. Spannend. Wir machen ein Filmchen und dann schicke ich Ihnen das per Mail oder so zu.